Also los, das minimalistische Mao-Style Sidemount-System. Hier alle Teile. Ein Bleigurt. Bungee in der doppelten Körperlänge des Tauchers. Einfach zusammenknoten. Ein Haufen Fahrradschlauch. Ja, D-Ringe. Ja, nochmal D-Ringe. Also, zwei für die Schnalle und ein ungezahnter Gurtstopper. Und dann nochmal vier D-Ringe mit gezahnten Gurtstoppern. Ja, räumen wir das mal weg. Ja, das ist übrigens das Bungee. Einfach zur Acht geknotet. In meinem Fall schön durchziehbar in alle Richtungen. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Ich lege den jetzt einfach nur daneben. Ja, los geht's. Also, als erstes brauchen wir natürlich unser Gurtband. Also ein Bleigurt ohne Schnalle. Einfach das Ende doppelt legen, die beiden großen D-Ringe nehmen. Also es gehen auch kleine, aber ich verwende hier an der Stelle lieber groß, das ist fester. Und ja, doppelt legen, einmal Fahrradschlauch drüber. Schon ist die Schnalle letztendlich fertig. Die hält nur noch nicht viel, das kommt später. Einmal das Ding fertig, dann den ersten Gurtstopper, den ungezahnten und ein D-Ring. Jetzt muss man sich irgendwie so durchfinden, wie man das richtig rum aufziehen kann. Ich habe das jetzt schon ein paar tausend Mal gemacht und mache es noch immer, immer wieder falsch. Also von daher einfach mal draufschieben, gucken, wie der D-Ring passt, warum nicht. Das war jetzt allerdings selbstverständlich. Verdrehtes Gurtband war der Grund. Und einmal wieder zurück das Ganze. So, D-Ring und Gurtstopper. Bleistopper. Und einmal wieder zurück. Nur die eine Hälfte des Gurtbandes. Das andere Ende hängt noch sinnlos in der Luft. Das kommt jetzt von hinten durch. Und einmal wieder zurück. Und prinzipiell hat man damit schon in einem Zug seine Schnalle und den ersten D-Ring gesichert. Ab dem Punkt wäre das System jetzt tauchbar mit Mono-Alu-Flasche und nicht zu viel Druck drauf. Aber es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Ja, es wird jetzt eine lange Auffädelung der weiteren D-Ringe sozusagen, aber bleibt mal dabei, weil zwischendurch wird es interessant. Jetzt wird erstmal noch die Schnalle gesichert, also Fahrradschlauch verbrauchen sozusagen. Ich mache immer lieber ein bisschen mehr drauf, falls mal irgendwo einer reißt, kann ich dann einen versetzen oder sonst irgendwas. Und naja, also wenn man irgendwo ein Stück Fahrradschlauch auftreibt, ist es entweder 5 oder 10 Zentimeter, aber bestimmt nicht 2. Ja, wie gesagt, jetzt kommen die D-Ringe. Jeweils halt eben ein Bleistopper, ein D-Ring. Über das lange Ende auffädeln. Entschuldigung. Und schwuppdiwupp ist das Ganze fertig. Naja, das ist halt eben sozusagen der langwierige Teil an diesem Prozess. Wie man an der Videolänge sieht, habe ich das jetzt hier wegen der Sprechzeit auf 7,5 Minuten gedehnt. Ich bin sicher, man ist mit Übung jederzeit in 3 fertig. Aber naja, gut, wir machen weiter im langsamen Text.
Der Gurtstopper hier hat übrigens eine Beule, deswegen hält er besonders gut. Ich finde, das ist auch eine schöne Demonstration für sozusagen beschädigtes Tauchschulequipment. Es hat teilweise dann auch Vorteile, wenn man sich an irgendeiner Basis irgendwas Altes dafür leiht. In diesem Fall ein zerbeulter Bleistopper. So, unser geknotetes Bungee wird einmal durchgezogen. Wir sind jetzt mehr oder weniger genau in der Rückenmitte. Einmal kräftig ziehen und schwuppdiwupp. Ja, dazu dann noch die Abstände. Muss man natürlich mehr oder weniger vorher wissen, aber das erledigt sich halt eben nach dem Anlegen der Schnalle durch einmal anlegen um die Hüfte und dann weiß man halt eben, was in welche Richtung kommen muss. Immer das Prinzip, zwei D-Ringe weit vor der Hüfte, zwei D-Ringe knapp hinter der Hüfte und einer in die Mitte. Ja, und dann ist es halt eben fertig. Jetzt kommt noch der Rest Fahrradschlauch drauf. In dem Fall, um das Gurtband, nachdem man die Schnalle geschlossen hat, irgendwo hinzupacken. Man will ja nicht, dass alles rumbaumelt. So hat man jetzt halt eben ein schön stromlinienförmiges System. Alles liegt eng an. Überall ist Platz für Ausbauten und alles ist stabil und sicher. Also ich bin sehr zufrieden. So, der letzte noch einmal vor den D-Ring. Das stammt mehr oder weniger als Relikt aus der Zeit, als ich schlechtes Gurtband benutzt habe. In dem Fall kann auch ein D-Ring nicht zwischendurch abrutschen oder sowas. So, alles fertig, schön zusammengepackt. Das ist das ganze Ding. Keine Ahnung, was es wiegt, 50 Gramm. Dazu gehört dieser Bungee, der ist komplett separat, genau wie ein eventuelles Ding, das man verwenden möchte. Ja, und da kommt auch schon ja, meine Bungee-Beraterin dazu zur Endkontrolle. Sie ist prinzipiell die Inspiration für uns bei allen auf Bungee zu wechseln, weil es löst wirklich viele Probleme. Naja, viel Spaß noch. Tschüss.